Naja, aber nur relativ kommentarlos. Alter Schwede. Riesige Wurzel. Schade, ich glaube, auf Videomaterial kommt das nicht rüber, wie es wirklich tief ist, wirklich ist. Das ist ein super Gleich hier. Perfekte Schützengräben. Auch können wir so eine Survival-Behausung draus machen. Granate hat das schon. Hier sind noch mehr umgehauen. Nee, ich sagte, da hat es noch mehr umgehauen. Sieht irgendwie interessant aus. Ja. Mal sehen, ob hier erst durchs Gehölz durch. Ups, das ist fast eine Live-Action hier. Ups, und oh oh. Jump! Oh. Weites, wildes, ostfriesisches Land. Ich glaube, ich habe ein bisschen Dreck auf der Linse. Man kann meine Spuren gar nicht sehen, nein. Hier auf dem freien Feld, wo die Natur so ein bisschen leben kann, sieht man hier ein paar Pflänzchen, Blümchen, die man so nicht mehr wirklich sieht. Aber selten sieht bei uns in den ganzen schönen Vorgärten. Oh, hier wird es echt sehr stechlich mit den Mücken.
Ja, und hier sehen wir einen Tierpfad. Ja, mit einem Tier drauf. Also hier. Die immer hinten sind wohl Wasser, sind ja irgendwie Wasserquellen, ne? Ja, an da dem. Ist auch Wasser, oder? Dort auch. Ja, man kann es auch sehen mit der Baumumrandung. So ein Sporn, so ein spezielles Gewächs, wo man kennen kann, da ist feuchtes Gebiet, Wasser etc. Distel. Aber die Kuh ist ganz schön aufdringlich. Riesenrussdistel. Eine Pflanze. Solche Sachen nehme ich immer. Ja, schauen, wie meine Kamera darauf reagiert, wie sie damit umgehen kann. Ich werde gleich mal einen manuellen Modus umstellen. Wie ist auch, wenn es Betrieb ist. Ja, dazu muss ich leider. Hört ihn sehr, sehr penetrant, den Kuckuck. Ach, jetzt ist er ruhig, wenn wir die Kamera draußen brennen. Witzig. Typisch, wenn man ihn aufzeichnet, dann ist er ruhig. Das Coole ist, hier wirst du keinen Müll oder so finden.